Herzlich willkommen, 1000 Beste TV. Ich bin hier in Rijeka auf der Rennstrecke am Automotodrom Grobnik. Neben mir der Frankie von GH Motor. Wir haben hier ein leibendes Saisonfinale. Mächtiges Video, bleibt dran. Ja, Frank ist der Veranstalter hier von GH Motor und wir haben hier gemeinsam leibendes Saisonfinale. Leibend deswegen natürlich ist hier alles vom Feinsten neu auf der Rennstrecke Grobnik hier bei Rijeka. Neuasphalt ist natürlich immer leibend. Und was natürlich auch leibend ist, Frankie, das Wetter ist ja mörderisch. Das Wetter ist mörderisch, ich sage immer die Deppen ums Glück, aber in deinem Fall sage ich den Tüchtigen, die Tüchtigen haben das Glück. Das Glück ist mit den Tüchtigen, Frankie. Gratuliere zu dem leibenden Wetter. Ja, danke. Das ist nicht unberechtigt, weil wir in Wirklichkeit seit 8 Jahren immer Mitte Oktober da herunten fahren und es ist eigentlich da herunten das beste Wetter für einen super Saisonausgang. Das ist aber schon wichtige Information, damit die Leute statistisch planen können. Von den 8 Mal, was du im Oktober da herunten die Veranstaltung gemacht hast, wie oft war es weder so leibend und wie oft war es geschissen? Wir haben bis jetzt immer Glück gehabt, immer schönes Wetter gehabt. Also wir haben ein einziges Mal gehabt, wo es einen Freitag Vormittag geregnet hat, wo es erst am Nachmittag zum Vorgang ist, sonst immer meistens 20 Grad und Windstill, wirklich, es ist so. Im Sommer ist es blöd mit der Bora und so. Also ist Früh und Herbst sind wir da seit Jahren und immer Top-Wetter gehabt. Das ist also quasi, ihr habt das jetzt gehört von Frenke, eine hundertprozentige Schönwettergarantie fürs nächste Jahr 2019. Ja, es ist zwar jetzt vorbei, du bist der Ausbruch, das kann natürlich kein Mensch mehr herkommen, aber für nächstes Jahr im März hat man die Chance. Genau, wie ist denn im März diese Wetterlage? Du hast März auch schon 8 Mal gemacht, oder? Ja, März auch immer im Frühjahr, außer heuer, weil ja da neu asphaltiert wurde, haben wir nicht können. Aber sonst die letzten Jahre auch immer, also nicht ganz so. Einmal waren wir schon früher mit 10. März, da war es einmal nicht ganz so gut. Nächstes Jahr kann ich schon sagen, sind wir von 15. bis 17. März da und wir gehen auch davon aus, dass wieder Top-Wetter ist. Ja. Was ist das Leibende jetzt an der Strecke? Also die, die es kennen, keine Sorge, der Streckenlayout ist ja gleich geblieben und die haben auch keine Kleinigkeiten geändert. Das ist alles gleich, oder? Layout. Es ist nur minimal, da die Einfahrt in Stadtziel sind die Körbs weiter rausgezogen worden, sonst ist das Layout gleich geblieben. Die Körbs wurden ganz leicht verändert, aber meiner Meinung nach verbessert, weil sie nicht mehr ganz so hoch sind. Ja, und diejenigen, die kein gutes Fahrwerk haben, schlechte Nachrichten, die Bodenwellen haben es drin lassen. Sie haben noch neu asphaltiert, aber damit man sich zu Hause fühlt hier in Rijeka, haben sie die Bodenwellen drin lassen, aus nostalgischen Gründen, oder? Ja, wahrscheinlich, aber wo man beiden dazu sagen muss, also alle, die voriges Jahr da gefahren sind, die wissen schon, dass es wesentlich besser geworden ist, aber es ist trotzdem noch wellig. Aber lange nicht mehr. Früher war es eine Motocross-Strecke und jetzt ist es eine wellige Straßenrennstrecke. Ja, und schlechte Nachricht noch für den Reifendienst, weil die Strecken, da braucht man keine Raffen. Ich weiß nicht, das ist ein sehr flüssiges, harmonisches Fahren, der Asphalt ist perfekt, der Grip ist leibend. Also der Raffen schaut besser aus wie neu. Es ist, glaube ich, unisono ein gutes Feedback zu den Grip-Verhältnissen, oder? Ja, genau. Also sehr unempfindlich für die Reifen her. Und ich war selber jetzt gerade sehr spannend Instruktor bei uns, der hat gesagt, das ist ein Wahnsinn, mein Reifen hat hinten überhaupt, sieht man nichts mehr von einem Indikator oder irgendetwas. Und ich habe Grip-Ende nie vorher auf der niedrigsten Stufen von der, also von der Anti-Control und Grip-Ende nie steigt immer auf. Also das ist nicht schlecht. Weltklasse, man sieht es natürlich auch, wenig Stürze ist auch immer ein guter Indikator, dass das passt mit Grip und Traktion. Ja, haben wir genug geschwärmt. Wetter ist hier leimend, man ist nahe am Meer, man kann es mit Urlaub verbinden. Die Frau kann unten der Werks
Geld anbringen in Rega oder in Opatia, wo auch immer, oder selber Motorrad fahren, wie auch immer. Es ist ja einfach ein schöner Flair. Trotzdem, es ist immer bei dir das Saisonfinale und der Saisonanfang. Die eigentliche Rennsaison bei GH Moto, die findet ja statt von April bis September auf den klassischen Strecken Pannonia und so weiter. Was kann man da verraten, Frankie, was hast du denn da für die kommende Saison 2019 GH Moto Neues am Plan? Ja, wir haben ja kurz gesprochen vorhin schon. In dem Sinne ein gut funktionierendes System ist, da man im Prinzip immer nur die Zahnrädchen ganz leicht nachjustieren, einfach das ganze Jahr Revue passieren lassen, Statistiken erstellen, was hat vielleicht nicht ganz so passt, wo könnte man das eine oder andere noch verbessern. Ich habe jetzt den Herbst eine Umfrage gemacht unter allen Fahrern, da haben wir sehr viel Feedback gekriegt, was wünschen sich die Fahrer, wo ist vielleicht der Ansatz, dass man das verändert und verbessert, und ich glaube, das haben wir jetzt relativ alles umgesetzt für nächstes Jahr. Das Highlight wird definitiv auch sein, wir machen jetzt auch eine eigene Supersportgruppe schon beim freien Fahren. Wir haben das genau analysiert. Was? Ich glaube, das fährt keiner mehr Supersport her, immer in den Nachrichten. Ja, stimmt nicht wirklich. Also wir haben heuer 2018 eine Superdichte gehabt und haben das jetzt analysiert, und bei uns waren die schnellsten 60, die ungefähr in einer Gruppe sind, in einem 8-Sekunden-Fenster gewesen, und deswegen haben wir beschlossen, und die Umfrage hat das auch ergeben, 70% wollten das haben, aller Fahrer, die mitgestimmt haben, und deswegen wird das 2019 jetzt einmal ein Versuchsjahr sein, und ich bin mir sicher, dass es, wenn nicht jetzt sehr viele 600er Fahrer wegbröckeln, dann wird das sicher eine klasse Geschichte fürs ganze Jahr, da bin ich überzeugt davon. Ist natürlich für alle Beteiligten leibend, weil dann die 600er Fahrer für die 1000er nicht störend sind, wenn da ungefähr der gleiche Speedniveau ist, ist ja viel sicherer dann auch. Für die 600er Fahrer ist leibend, weil die 1000er nicht mehr im Weg umeinander stehen in die Kurven, und wenn du so viel zusammenbringst, ist das natürlich eine gute Geschichte. Ansonsten Business as usual, du wirst Aprilia wieder machen, Superbike-Klasse, Langstrecken, also wie man es kennt, oder? Genau, es bleibt im Prinzip relativ unverändert gegenüber von heuer. Aprilia ist wieder dabei, genau, und ja, Smart Rider Cup für die nicht ganz so schnellen Piloten, da gibt es eine kleine Änderung, Erneuerung, wir fahren jetzt nicht mehr mit zwei Referenzzeiten, sondern wir unterteilen auch in Kubik, also im Rennen fahren 600 und 1000 gemeinsam, was wird aber nach dem Rennen extra gewertet. Okay, und dann ist es so, wenn man jetzt im Winter seine Entscheidung trifft, bei welchem Rennveranstalter fahre, ist ja wichtig, dass man Vertrauen hat in den Veranstalter, wenn man da ja die Jahreskarten vorab überweist, damit die Leute gut schlafen können. Frankie, wie lange machst du schon Veranstaltungsgeschäft? Du warst ja Motocross auch schon, wie viele Jahre hast du am Buckel? Also man sieht schon einige, aber ich mein vom Hackeln her im Business. Du meinst die grauen Haare, aber die kriegt man halt leider als Veranstalter. Nein, 15 Jahre habe ich Motocross veranstaltet, bis voriges Jahr im Herbst. Habe ich dann aufgehört, aber eigentlich nicht, weil es mich nicht mehr gefreut hat, weil es ein toller Sport taugt mir, ich bin ja mein Lebtag lang Motocross gefahren, sondern aus Zeitmangel, weil wir ja eben mit der Rennserie und eben auch mit der Kombination mit dir gemeinsam sehr viele Tage auf der Rennstrecke sind, und deswegen haben wir heute halt das aufgehört. GH Moto, die Rennserie selber, gibt es seit 2006, also 12 Jahre, wir gehen ins 13. Von uns übernommen mehr oder weniger vor 3 Jahren. Und BTR gegründet habe ich mit Kurt 2010. Also da bin ich involviert in Rennstreckenveranstaltungen, bin ich jetzt 8 Jahre. GH Moto alleine mache ich 2 Jahre. Aha, so ist es. Und es ist jetzt schon ein bisschen immer ein Kommen und Gehen. Es kommen immer Veranstalter, es gehen Veranstalter. Aber die Leute in der Szene wissen es eh. Es gibt halt wenige, auf die man sich verlassen kann. Du bist halt mit der Veranstaltungsserie einer von denen, auf die man sich verlassen kann. Das passt immer. Grundsätzlich ist es ja schon so, du warst immer ausgebucht letzte Saison. Das ist halt die Herausforderung. Also so kurzfristige Tagesgäste ist schwierig. Oder gibt es das überhaupt? Oder wie, wenn man das mal ausprobieren will? Ja, gibt es schon immer wieder, bei Warm-up und Cooldown am ersten noch nicht. Bei den 6 Hauptevents ist es eher schwierig, aber die Leute, wir sind ja im Prinzip immer im November online für das neue Jahr, das heißt, wir, ab 4. November sollte unsere Homepage komplett online sein für das neue Jahr, und da kann man ja auch im Prinzip schon Einzel-Events buchen. Die Leute, ich sage es auch immer wieder dazu, sollen nicht die Scheu haben, sich nicht auf die Warteliste schreiben zu lassen, weil wir haben teilweise Wartelisten bis zu 15 Leuten, und die kommen dann alle zum Fahren. Warum? Weil wir dadurch den großen Vorteil haben, dass Fahrer, die kurzfristig ausfallen, auch oft noch in den letzten Tagen aus irgendwelchen Gründen, Krankheiten, Motorschäden oder irgendwas, wir durch Fahrer von der Warteliste nachbesetzen können, also eine totale Win-Win-Situation. Die Fahrer, die nicht kennen, denen der Platz wird nachbesetzt, und der, was fahren will, kommt nur zum Fahren, und der andere stirbt nicht um sein Geld. Ach so, okay, das ist natürlich wichtig zu erfahren, weil das natürlich, wenn sie das rumspricht, die Leute das natürlich auch nutzen, weil bei manchen anderen Veranstaltungen kommt er einfach nicht hin und dann verfällt der Platz. Ist eine logische Geschichte.
Ja, dann ist, was ist noch wichtig, wenn ich es als Außenstehender beobachten darf? Es ist natürlich schön, dass hier Leute mit unterschiedlichen Skill-Level in der Gruppe trotzdem gemeinsam fahren können. Da kann halt der schnelle Haverer kann fahren die schnelle Gruppe und der langsame Haverer kann den Smart Trailer Cup fahren. Und so kann man eigentlich, ich würde nicht sagen vom kompletten Beginner, aber doch von der halt noch keine Rennen fahren will und der wirklich schnelle Rennfahrer, die können da gemeinsam fahren. Das ist sicherlich das Highlight. Ja, und das nächste Highlight für mich wird sein, wenn ich da im März wiederkomme, Frankie. Aber auf die Wettergarantie, was das ist, da nagel ich dich dann fest. Ja. Also im März bin ich wieder da in Rekka, weil das ist eine absolute Highlight-Rennstrecke. Flüssig, geil, leiwand, also wirklich traumhaft. Besser geht's nicht. Ich habe jetzt noch ein paar Impressionen für euch mit dabei. Frankie, wir sehen uns im März da. Schön, dass du da warst. Danke dir vielmals. Danke. Ciao. We'll be right back.